Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zeppo Plays FTL Fast and Light. Und wir sind stehen geblieben in, ich glaube, Zone 2 bzw. Anfang Zone 3 mit unserem Schiff Rotschwanz. 5 Leute haben wir als Besatzung. Wir haben einen Burst Laser und 3 Basic Laser. Und ich bin relativ zufrieden mit diesem Setting, sag ich mal. Und jetzt machen wir uns mal dran, mehr Zeug zu holen, damit wir am Ende den bösen Rebellen in den Arsch treten können. Um es mal so auszudrücken. Fuel 2 für Drone Parts 1. Warum sollte ich diesen Deal eingehen? Wir haben nicht mal ein Drone-System. Geht doch weg, Mann. Ich will euch nicht. Ihr seid doof. So, ein Store. Da wollen wir natürlich sofort hin. Und mal gucken, was die uns so anbieten. Was habt ihr denn? Stealth Weapons. Scrap Recovery Arm und Drone Recovery Arm. Alles nicht so mega, ne? Oh, ich mach mal den Scrap Recovery Arm. Repariere mich komplett und ich denke, den Scrap Recovery Arm, den sollten wir eigentlich relativ schnell wieder reinbekommen. Den Burst Laser können wir ja verkaufen. Hier nicht den Burst, den Basic Laser. Wobei ich den doch lieber ein bisschen behalten würde. Es kann ja sein, dass wir später den Burst Laser 1 austauschen gegen den Burst Laser Level 3 zum Beispiel. Und dann uns die Energie fehlt oder sowas. Und dann können wir halt ich weiß nicht. Es macht keinen Sinn, was ich gerade erzähle. Den können wir, also einen können wir, glaube ich, auf jeden Fall verkaufen. Ich verkaufe den jetzt einfach. So, weg ist er. Der kommt nie wieder zurück. Wir haben noch so viel Scrap, dass ich die 50 hier einfach aufheben werde. Und Stealth Weapons bringt uns halt gar nichts, wenn wir kein Cloaking haben. Drone Control und Crew Teleporter können wir uns nicht mehr leisten. Naja, dann bin ich mal, sag ich mal, halbwegs zufrieden mit diesem, mit dem Ausgang hier. Und wir jumpen weiter, 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 immer weiter. Und hier ist einfach gar nichts. Ja. Irgendwie der Sektor 3 läuft nicht so gut an, sag ich mal. Aber es kann ja noch besser werden. Oh, wir können 12 Drone Parts verkaufen für einen Heiden Scrap und das machen wir natürlich. Gute Sache. Scrap ist mir auf jeden Fall momentan wertvoller als Drone Parts. Ich versuche gerade so ein Bild zu machen, wo wir ganz viele Waffen haben, die Burst Laser und so weiter und dann den Gegner einfach mit schierer Macht überrumpeln. Und weniger hier so, keine Ahnung, mit Drone Parts und Cloaking und schlag mich tot. A missile shoots across your bow, radadadada. Immer da steht fast immer das gleiche, wenn man gegen hier so Piraten kämpft. Und ich versuche ein Held zu sein und greife die einfach an, weil ich kann. Und wie ihr seht, Autofeuer ist aus, jetzt ist es an. Wie ihr seht, haben die schon 2 Schilde. Wir machen mittlerweile 5 Schaden, deswegen sollten die 2 Schilde kein größeres Problem sein. Insbesondere da die einen Burst Laser haben, der jetzt kaputt ist und dann noch einen, so einen Beam-Laser, sag ich mal. Der uns halt auch keinen Schaden machen kann. Da wir halt, da die halt nicht durch Schilde durchgehen, sondern da müsste der Burst Laser auch funktionieren, dass er uns überhaupt Schaden machen kann. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der Burst Laser eine Sekunde langsamer ist als die Basic Laser. Das führt dazu, dass die immer so ein bisschen zeitversetzt feuern und nicht alle 5 gleichzeitig, was gut sein kann, aber was auch schlecht sein kann. Aber momentan haben die Gegner keine Chance und ich reibe mir die Hände siegesgewiss am Reibach, den wir gleich machen werden. Ja, die Gegner können eigentlich nichts gegen uns machen. Ja, ne? Sterbt mal bitte. Eben. Sterbt! Oh, die versuchen abzuhauen. Die Feiglinge. Dann feuern wir mit 1 hierauf und... Ja. Oh nein! Sterbt! Nicht abhauen, nicht abhauen, nicht abhauen, nicht abhauen. Nicht abhauen, nicht abhauen, nicht abhauen, nicht abhauen. Ach, verdammte Axt. Ärgerlich. Oh, up on close inspection, you realize the ship under attack was a rebel scout. It's too damaged to put up much of a fight. Ja, ich zerstöre das und hol mir Zeug. Und da ist nochmal ein Store. Ist natürlich nett, weil wir wieder super viel Scrap haben. Weil wir eben unsere ganzen Drone Parts verscherbelt haben. Dann jumpen wir mal hier hin. Ja, wir werden natürlich keinen unserer Crewmember an die Slaven, an die Sklaven, an die Slaven, ja, an die Sklavenhändler geben.
an den Slavenhändler. Das finde ich gerade sehr lustig. Oh, hier. Guck mal. Die wollen kämpfen. Ich warte, bis der da ist und dann gehen wir da zusammen rein und dann kriegen die aufs Maul. Ja, Strategie wie immer. Wir feuern auf die Waffen und wir haben getroffen. Aber die feuern trotzdem durch unsere Schilde durch. Aber gleich sind die Waffen von denen weg. Und wir sollten hier eigentlich gewinnen. Also zumindest... Ah, die sind auch abgehauen. Na dann. Halt euch mal eben. Aber du sollst dich nicht zu lange halten. Du musst nämlich kämpfen. Ja. Recht viel mehr kann man dazu nicht sagen. Außer, dass der Kampf gleich rum ist. Weil wir gewinnen werden. Oh nein, unsere Schilde sind nicht komplett ab. Naja. Aber da, ich erwarte nicht mehr, dass hier viel passieren wird. Wir werden halt die Waffen weiter befeuern. Und die werden sterben. Das ist der Plan und der wird eingehalten. Und oh, sie powern ihr FTL-Drive. Und unsere Waffen wurden getroffen. Verdammt, verdammt, verdammt. Dann feuern wir mal eine Salve komplett auf den Helm-Dings. Und du gehst mal helfen, hier zu reparieren. Ich hoffe, dass ich der Kapitänsbude treffe. Dann können die nämlich nicht abhauen. Ach, komm schon. Treff die Kapitänsbude. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Schon das zweite Schiff, das hier abgehauen ist. Frechheit. So kann man keinen Krieg gewinnen, wenn hier die ganzen Schiffe einem abhauen. Irgendwie fehlt noch irgendwas, das so einen ordentlichen Wumms macht. Von waffentechnisch. Naja. Ich repariere mich erstmal. Also, ich heile mich. Ich weiß nicht, warum ich immer sage, repariere. Wir haben ja keine Roboter auf unserem Schild, sondern wir haben hier Aliens und Menschen. Und ich bin dafür, dass Aliens und Menschen alle gleich behandelt werden und gleichberechtigt werden. Ja. So, gucken wir mal. Hier, Shop. Drone, Crew Teleporter, Scrap Recovery Arm, FTL Recharge Booster, Shield Charge Booster, ich weiß nicht. Ein Scrap Recovery Arm, schweres Wort. Scrap Recovery Arm reicht mir, glaube ich, erstmal. Was soll ich noch einen zweiten kaufen? Dann, das ist schon ein bisschen gierig dann, ne? Ach komm, ey, sind wir mal gierig. Machen wir einen auf Gear Style und, ansonsten könnte ich mir noch kaufen hier so Zeug, aber irgendwie fühle ich gerade nicht, dass das eine gute Idee wäre. Deswegen lassen wir das. Ja. Recharge Booster, alles, ach, Unfug. Brauchen wir nicht. Alles ist alles hier nur Schnickschnack. Vielleicht Drone Control. Da verkaufe ich meine Defense Drone 1. Kauf mir die Drone Control. Dann bekommen wir eine System Repair gratis dazu. Also ich glaube, da bekommt man immer randomisiert was anderes. Ich glaube, das letzte Mal habe ich ein Defense 1 bekommen. Aber System Repair bringt uns halt gar nichts. Deswegen haue ich das mal wieder raus. Und wenn wir später irgendwann eine Defense Drone 2 oder sowas finden, dann nehmen wir das mit. Weiß gerade nicht, ob das so der schlauste Move war, den ich gemacht habe, aber... Kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Das wird damit, ja. Jetzt bleiben wir da dabei. Und, hier mache ich immer Dock and Try to Rescue Survivors. Und manchmal klappt es, meistens auch nicht. Naja, gucken wir mal. Achso, ich habe gar nicht gesehen, ob wir einen gerettet haben. Ach ja, hier diese Warnung hatten wir vorhin auch schon mal. Nee, wir haben keinen gerettet. Dann holen wir uns noch den Distress und dann fliegen wir ins Exit. Und dann geht's auch schon weiter. Immer heiter weiter. You follow the distress beacon to a small asteroid belt. You find a small ship struggling to maneuver through the field. The message you help, our shields are down. Ja, wir helfen dir natürlich. Und wir bekommen dafür 16 Scrap. Naja, naja, naja. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir diesen Sektor hier. Okay, wir bekommen Zeug. Yay. Nächster Sektor, yep. Und wir können nur den Pirate Control Sektor auswählen. Dann nehmen wir natürlich den. Einen anderen gibt's ja nicht. So. Okay, okay, okay. Was machen wir jetzt? Achso, als erstes mal klicke ich auf den Jump-Button. Kein Shop in der Nähe. Dann gucken wir mal. Ship. Wir könnten was upgraden. Türen haben wir schon einmal geupgradet. Waffen passt momentan. Wir könnten hier unsere Dodge-Rate ordentlich erhöhen. Ich kann gerade nicht mehr sprechen. Ist echt schlimm. Hier, ein Punkt hier und also zwei hier und dann haben wir Punkt 5 mehr Dodge. Das wären dann 30 oder so, was wir dann kriegen. Ich mach das einfach mal. Yay! So, jetzt sind wir bei 30 Dodge. Davor hatten wir 20 Dodge.
Das heißt, wir werden jetzt einen Haufen Schüsse weniger abkriegen. Was natürlich auch was Nettes ist. Insbesondere, wenn wir in ein Asteroidenfeld reinfliegen. Eklig. Naja. Achso, und unser hier Captain kann noch leveln und unser Maschinenraumtyp kann auch noch leveln. Dann haben wir noch mehr Dodge. Oh Gott. Achso, warum feuere ich nicht? Gute Frage. Antwort weiß ich nicht. Gibt's in der nächsten Episode? Nee, weiß ich nicht. Weil die, glaube ich, gerade getarnt waren und ich deswegen nicht feuern konnte. Ja, Waffen haben wir erstmal ausgeschaltet, dachte ich. Die sind nur orange. Die können noch feuern. Boah, wie die abgehen, Alter. Alter Verwalter. Die haben uns hier ordentlich zugesetzt. Ja, aber jetzt haben wir zurückgefeuert. Das wird zurückgeschossen hier. Und, ja, jetzt sind die eigentlich quasi... Oh nein, die Waffen sind wieder hoch. Oh, nein. Ah, alles daneben. Nicht gut. Ah, nein, hört auf. Nein, jetzt haben die nochmal gefeuert. Oh Gott. Die machen uns kaputt. Wir verlieren so viel Leben. Die haben uns jetzt bestimmt schon 30% oder sowas unseres Lebens abgezogen. Frechheit. Absolute Frechheit. Sterbt ihr jetzt mal bitte. Wäre ich euch sehr dankbar. Unser Pilot will es nämlich gerade nicht auf die Kette bekommen, zu leveln und besser zu werden. Auch und jetzt klogen die sich auch nochmal. Ich mag nicht gegen die kämpfen, die sind doof. So, jetzt ein Treffer noch. Oh cool, unser Pilot hat gelevelt. Damit haben wir 34 Dodge anstatt 30. Und unser Maschinenraumtyp hat auch fast gelevelt. Ah ne, der hat gelevelt auch. Okay, das heißt, damit haben wir... Ach ja, wir haben von beiden plus 2 Dodge bekommen. Deswegen haben wir 34 bekommen. Scheinbar ist es so, wenn man Schüsse und sowas dodgt, dass man dann schneller levelt, wenn man das hochlevelt, also Maschinenraum. Wusste ich auch nicht. Also mir war schon klar, dass man irgendwie... Oh verdammt. Aber das können wir ja so lösen, oder? Ja. Das lösen wir erstmal so. Das lösen wir doch nicht so. Da will ich fighten. Im Medibay. Ja, im Medibay fighten ist natürlich immer die Pro-Strategie. Wenn die Gegner halt in unserem Medibay fighten, haben sie halt eigentlich absolut keine Chance. Weil wir uns halt schneller heilen, als sie drauf feuern können. Naja. Mega, mega klug von den Gegnern natürlich. Unser Sauerstoff wird halt low. Aber, das sollte eigentlich auch kein Problem sein. Dann reparieren wir den halt. Und, wenn der Sauerstoff repariert ist, du kümmerst dich um die Türen. Moment, du reparierst nicht den... Ach, egal. Du heilst dich. Schilde geht in die Schilde. Unser Sauerstoff ist bedenklich niedrig geworden. Du gehörst da rein. Du gehörst... Oh, verdammt. Oh, nein. Oh, Gott. Oh. Mein Sauerstoff geht doch wieder. Ach, ich habe keine Energie im Sauerstoff, natürlich. Das war natürlich extremst dämlich. Ich vergesse nämlich immer, wenn man mit dem hier rumläuft, dann powert der einen anderen Raum und der war kurzzeitig im Sauerstoffraum. Man hat dann den Sauerstoffraum gepowert und wenn man dann wieder rausläuft, dann unpowert er den natürlich wieder, was natürlich extremst ungünstig ist. Wenn man es dann vergisst. Ich warte noch mal eben kurz, bis mein Sauerstoff in den 70ern oder sowas ist. Und dann fliegen wir weiter. Ja, was gibt's zu sagen? Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden noch mit dem Schiff. Irgendwie eine Defense Drone, eine stärkere als eine Level 1, also eine Level 2 Defense Drone oder sowas noch. Und ich rechne mir dann echt Chancen aus, auch später im späteren Spiel, falls wir noch eine ordentliche Defense Drone halt bekommen. Da wir halt eben, also vielleicht noch eine andere Waffe, wie gesagt, eine Ionenwaffe oder sowas, eine stärkere, die am besten irgendwie so eine Ionen, keine Ahnung, Laser Level 3 oder sowas, der halt dann zwei oder drei Schilde oder sowas runterranzt und dann vielleicht noch einen stärkeren Burst Laser und dann sind wir schon super duper ausgestattet. So, wir könnten kaufen Manen und Logan Johnson. Erstmal machen wir den Repair. Und ansonsten bin ich gerade relativ zufrieden.
Und irgendwann will ich natürlich auch meinen Scrap-Recovery-Arme austauschen gegen was anderes. Also irgendwie in Sektor 7 oder sowas. Später. Momentan bin ich natürlich sehr froh, dass wir die Scrap-Recovery-Arme haben. Da wir halt für jeden Kampf dann mehr Zeug bekommen. You are immediately contacted by a settlement. Hello, travelers. Your ship seems to be outfitted for combat. Care to take up a bit of mercenary work? Also, a space dock is under assault from the rebels. Although the dock is technically illegal within their laws, it's very important for our trade. We'll pay you in fuel and scrap if you promise to save them. Ja, ja, wir helfen euch. Und wir haben einen Questmarker bekommen. Der ist da unten. Ja, machen wir uns mal auf dorthin. Auf die Holde Mai zu retten. Und wir haben ein AI-Ship. Und das hat überhaupt keine Verteidigungsstrukturen an Bord. Das heißt, es sollte nicht lange überleben dürfen. Ja, dann haben wir schon erstmal alles, was uns schaden kann, zerstört. Wir haben jetzt nur noch hier diese Ionenkanone an. Es scheint eine stärkere zu sein. Aber ja, das ist halt absolut kein Gegner für uns. Das ist einfach ein Opfer. Ey, du Opfer! So. Ein Treffer noch und er ist weg. Weg von dieser Welt. Und oh Mann, alle fünf daneben. Das war natürlich extrem peinlich. Aber dann haben wir danach getroffen und wir holen uns das Zeug. Und nichts wie... Ach so. Ja, ich werde den Storm mal auslassen. Wir haben eh nicht so viel Scrap. Okay, wir kämpfen gegen ein dickes Schiff. Du bist ja voll dick. Ach so, hat da gerade einer gelevelt? Ich hab's genau gehört. Ah nee, wir haben weniger Energie in unserem Maschinenraum. Was natürlich extrem hässlich ist, da wir deshalb mehr Treffer nehmen werden. Aber kein größeres Problem. Sofern wir deren Schilde schnell genug runterbekommen. Ja, unser Drohnensystem stört mich nicht wirklich, dass sie das runtergehauen haben. Wir hauen nämlich jetzt einfach deren Waffen runter und dann, wir haben eh keine Drohnen, also von daher, whatever. Aber natürlich ist es nicht nett, wenn sie uns angreifen. Deswegen müssen wir euch leider töten. So funktioniert es halt im Weltraum. Ihr greift uns an, ihr sterbt. Oder wir greifen euch an und ihr sterbt. Oder ja, ihr sterbt so oder so, egal was ihr macht. Das ist mein Plan. Stirb. So, sterbt doch mal. Na hopp, sterbt doch mal. Was macht denn eigentlich hier unser Schildertyp? Ist ein bisschen am Leveln. Also er ist fast gelevelt hier. Unser Captain, was macht der? Ja, der braucht noch ein bisschen. Der Maschinenraumtyp braucht auch noch ein bisschen. Na? Sterb doch mal. Ja, ich weiß auch nicht mal, warum das manchmal so lange dauert, dass man die halt mal trifft. Oh, unser Schildetyp hat tatsächlich gerade gelevelt. Ist natürlich nett, dann lädt er die Schilde schneller beim nächsten Mal. Ja, wir müssen hier auf jeden Fall Backtracking machen gleich. Ist immer so ein bisschen ärgerlich, wenn man das machen muss. Aber ja, keine Ahnung. Ich will unbedingt den Quest hier machen. Ja, wir wollen natürlich angreifen hier. Ach, was sind das hier? So Kindergartenwaffen. Ich glaube, die hier ist relativ stark. Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber es sieht stark aus, weil ich das noch nicht oft gesehen habe. Das hier ist ein ganz normaler Burst Laser Level 2. Dass das Level 2 ist, kann man erkennen daran, dass er hier zwei so Dinger an der Seite hat. Also das hier ist ein Burst Laser Level 1, was ich hier habe. Das sind die normalen Laser und hier ist eben der Burst Laser Level 2. Das ist hier auch irgendwie so eine, ich weiß gar nicht. Das sieht auch aus wie so eine Laserwaffe halt, aber ich kann die nicht so wirklich einordnen, die sie hier eingefahren haben rechts. Naja, ist ja auch nicht so wild. Ich weiß, dass es Aua macht und dass ich deswegen auf die Waffen schieße, dass die Waffen aufhören, auf uns zu feuern. So, dann gucken wir mal, was wir für den Quest bekommen. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Es dauert halt immer. Ach so, ich habe schon wieder vergessen, hier die Energie komplett reinzufüllen. Weiß auch gar nicht warum. Oh, aber unser Maschinenraum und unser Pilot leveln vielleicht gleich. Wenn wir noch einen Schuss von denen ausweichen können, dann ist es soweit. Dann haben wir einen Doppellevel. Na? Yay, wir haben gelevelt. Jetzt haben wir 40 Evade. Ist natürlich eine ziemlich coole Sache. Schon 40 Evade so früh zu haben, hilft ungemein. Also das unterschätzt man immer so ein bisschen. Aber hätte ich jetzt keine Punkte in Evade gepackt, hätten wir wahrscheinlich noch 20 in Evade.
Das heißt, uns treffen halt so viel weniger, Schüsse weniger als zuvor. Es macht sich durchaus bemerkbar, wenn man ein bisschen mehr gespielt hat, dann merkt man das halt richtig, wenn man viel Evade hat. Oh, und hier ist ein Shop. Ja, ja, ne, aber die haben nichts Tolles. Oh, hier. Missile. Ah, die brauchen aber beide Missiles. Also ich suche hier sowas in der Art, nur dass es keine Missiles braucht. Damit wäre ich dann zufrieden. Dann machen wir hier zu. Und das war der Quest dafür, dass wir hier so einen gammlichen Store bekommen. Naja, das nächste Mal werde ich euch nicht mehr helfen, wenn ihr mich dann so verarscht, ey. Ja. Dann jump ich hier hoch und es wird schon knapp und dann direkt ins Exit, denke ich mal. Ja, das ist so der Plan für gerade eben. Especially well armed pirate ships. Ja, wir werden natürlich keinen unserer Leute an euch geben. Ihr seht auch gar nicht so stark aus. Die haben wieder dieses Ding hier. Das sieht immer etwas stärker aus. Und das hier sieht auch nicht normal aus. Das ist auch wahrscheinlich irgendwie so ein... Ach ja, das ist hier so ein Burst Laser? Nee. Ich hatte auch mal so eine Waffe. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß. Impulse Laser oder sowas? Naja. Oh, die haben unser Medibay zerstört, ihr Schweine. So. Irgendwie kommen wir auch gerade nicht durch die Schilde durch. Die weichen zu oft aus. Und ich muss auch auf mein Schiff mehr achten, weil ich, weil diese Waffe hier, die sie haben, ist so ein... Da kommt so eine Bombe, die sieht man und da kann man wahrscheinlich rausdodgen. Also jetzt ist sie gerade in meinem Waffenraum. Und ja, ich bin nicht mehr rausgekommen. Schnell genug. Aber man bekommt ein Audio-Cue und man bekommt auch... man sieht es auch. Ich habe nicht genug Power. Wieso habe ich nicht genug System Power? Ah, hä? Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, alle wieder drauf. Ich war gerade etwas verwirrt. Könnt ihr mal sterben jetzt? Ach Mann, ey, hört mal auf mich zu feuern. Das ist doch nicht nett hier. Oh Mann, ich schieß voll auf daneben. Ich weiß auch gar nicht warum. Vielleicht soll ich mal versuchen, auf die Schilde zu feuern. Aber ja, würde auch nicht... Okay, jetzt haben wir erstmal einen Treffer auf die Waffen kassiert. Jetzt mache ich mal hier eine Salve auf die Schilde von denen. Wenn ich die Schilde von denen down bekomme, dann sind die danach auch... Ach, die haben sogar drei Waffen. Den habe ich hier gar nicht gesehen. Ach so, das ist dieses Ding, das immer so eine Bombe legt, sag ich mal. Alter Verwalter, wir schießen sehr, sehr häufig daneben. Wo ist die Bombe? Wo ist die Bombe? Wo ist die Bombe? Wo ist die Bombe? Ach so, nirgendwo. We surrender, take one. Okay, das nehmen wir natürlich an. Und wir haben einen weiteren Menschen auf unserem Schiff. Ja, Jux heißt der. Der bleibt hier mit dem hier in einem Raum. Und, ja, und steht dann halt rum und guckt dumm aus der Wäsche. Ja, und dann auf zum Exit. Wir greifen den Sklaventreiber natürlich an. Und hoffen, dass er schwächer ist als der letzte. Weil der Kampf war schon etwas, ja, hat etwas länger gedauert als erwartet. Hier haben wir ein Missile-Ding und einen Burst-Laser Level 3, der glaube ich 4 Bursts schießt pro Salve. Aber wir halten deren Waffensystem gerade gut unter Kontrolle. Also wir verbuchen da den ein oder anderen Treffer. Ja, sollten wir eigentlich ganz gechillt runterranzen können, den Gegner. Ich hätte gern die Waffe hier von denen. Wenn sie mir die verkaufen könnten, wenn ich die tot bekomme, also als Angebot, bitte tötet uns nicht, nehmt unseren Burst Waffe Nummer 3. Wäre natürlich mega geil. Wird aber leider nicht passieren. Hatte ich noch nie. Wäre aber, das ist so was ich mir gerade so ein bisschen wünschen würde. So, ihr zwei geht das mal. Ah, du hilfst mal bei den Schilden mit. So, und dann hilfst du beim Sauerstoff mit. Ist der Ariel eigentlich schon ganz gut im Reparieren? Naja, geht so. Er hat noch nicht gelevelt, aber bald. Ja, wir kriegen einen Sklaven, dann nehmen wir den. Oh cool, ein zweites Mantis-Line. Ja, so langsam würde sich ein Crew-Teleporter lohnen.
und wir heilen mal unseren Waffen auf. Der ist nämlich hier im nicht mehr ganz so dunkelgrünen Bereich, sondern eher so im fast tot Bereich gewesen. Naja, fast tot ist eh übertrieben, aber ihr wisst ja, was ich meine. So, jetzt haben wir ein übervölkertes Schiff, aber wir haben nicht genug Sachen, um da Leute reinzuschicken überall. Und ich würde sagen, ich jumpe zum nächsten Sektor. Das wird dann sein der Sultan-Sektor, aber den gibt es in der nächsten Episode. Und damit sage ich mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich sage einfach nochmal Tschüss, weil ich kann. Tschüss.